zu einem weiteren Kooperationsprojekt, das Wien und Niederösterreich bindet. Wir sind jetzt etwas mehr als 100 Jahre getrennt, eigene Bundesländer, aber umso mehr haben wir auch in unserer Amtszeit die guten Kontakte, die immer zwischen Wien und Niederösterreich bestanden haben, weiter vertieft, insbesondere bei Verkehrsfragen. Aber auch bei Fragen der Entwicklung der Ostregion gibt es hier eine ganz enge Zusammenarbeit und Kooperation, weil wir auch über die Bundesländergrenzen hinweg sehen, dass wir als Metropolregion zusammenarbeiten und auch den Vorteil nutzen wollen, den der Wirtschaftsstandort in der Ostregion bietet. Ein besonderer Schwerpunkt ist dem Verkehr gewidmet. Der Verkehrsverbund Ostregion ist ja, wenn man so will, organisatorisches Dach, wo wir eng zusammenarbeiten, wie in Niederösterreich, gemeinsam auch mit dem Burgenland. Und das entspricht auch ganz unserer Vorstellung in der Stadt Wien, dass wir insbesondere den Ausbau des öffentlichen Verkehrs als einen ganz wichtigen Teil unseres Klimaschutzprogrammes sehen. Sie wissen, dass wir seit über 20 Jahren in Wien ein Klimaschutzprogramm verfolgen. Das ist ein Thema, das uns nicht erst jetzt bewegt, sondern, wie gesagt, seit über 20 Jahren mit, wie ich meine, gutem Erfolg. Und insbesondere der öffentliche Verkehr ist hier ein ganz wichtiges Element, auch im Ausbau der Klimaschutzmaßnahmen und dem positiven Beeinflussen des Klimawandels. Wir haben in Wien insgesamt 500 Straßenbahnzüge, 400 Busse und 150 U-Bahnzüge gleichzeitig laufen. Das heißt, wir können gleichzeitig so viele Menschen transportieren, wie die zweitgrößte Stadt in Österreich, Graz, Einwohnerinnen und Einwohner hat. Und das hat auch einen sehr positiven Effekt auf den sogenannten Modal Split, also das Verhältnis von öffentlichem Verkehr, Individualverkehr, Radfahrern, Fußgängerinnen und Fußgängern. Hier liegen wir auch im internationalen Vergleich ganz an der Spitze. Und ich freue mich immer, wenn ich in den Medien lese, welche Großstädte in Europa hier besonders beispielgebend sind. Ich kann für Wien in Anspruch nehmen, dass wir hier diesen internationalen Vergleich nicht scheuen müssen, sondern ganz im Gegenteil ganz vorne liegen. Wir haben in Wien mehr Besitzerinnen und Besitzer der Jahreskarte der Wiener Linien, die im Übrigen mit einem 365-Euro-Preis 1 Euro pro Tag auch im internationalen Vergleich besonders günstig ist und sicher mit ein Grund ist, warum dieser Modal Split auch als so günstig anzusehen ist. Wir ruhen uns aber nicht auf den Lorbeeren aus, sondern wir bauen weiter auch den öffentlichen Verkehr aus. Sie wissen, dass wir die Entwicklung der U2, der U5 vorantreiben. Also wenn Sie beim Rathaus rausgehen, sehen Sie, dass dort ja eine der größten U-Bahn-Baustellen derzeit stattfinden. Aber wir haben auch vor, dass wir im Bereich der Autobusse und der Straßenbahnlinien Verbesserungen vornehmen. Das, was wir Ihnen heute präsentieren wollen, ist auch eine Straßenbahnlinie, die erstmals auch über die Bundesländergrenzen hinweg geführt wird. Wir haben aber auch vor, dass wir als Stadt Wien, als Bundesland Wien, gemeinsam mit Niederösterreich auch mit der ÖBB Verhandlungen führen, um auch den Ausbau der Schnellbahn voranzutreiben, insbesondere auch das wieder bundesländerübergreifend, zum Beispiel den Ausbau des Macheker Ostbahnstranges zur Staatsgrenze Richtung Bratislava, aber auch den viergleisigen Ausbau der Südbahn beispielsweise oder die Modernisierung der S-Bahn-Stammstrecke Richtung einer Taktverdichtung Richtung 2,5 Minuten. Also von daher wollen wir gemeinsam insbesondere den vielen Pendlerinnen und Pendlern, die aus Niederösterreich nach Wien kommen, und insgesamt haben wir in Wien rund 300.000 Pendlerinnen und Pendler pro Tag, viele davon aus Niederösterreich, nicht nur, auch aus dem Burgenland, auch aus anderen Bundesländern, aber natürlich vor allem aus Niederösterreich. Und von daher ist die Idee zwischen uns entstanden, einmal auch eine Straßenbahnlinie über die Stadtgrenze hinwegzuführen. Und wir wollen Ihnen heute eine dieser Straßenbahnlinien vorstellen, nämlich die Linie 72, die von Simmering bis Schwechat geführt wird. Den genauen Verlauf wird dann auch die Frau Stadträtin Siemer noch
darstellen. Das ist ein wichtiger Punkt, wie ich meine, auch ein Meilenstein in der Kooperation, Zusammenarbeit. Der zweite Punkt ist, dass wir gemeinsam immer mitdenken, wenn in einem Bundesland eine Innovation stattfindet. Wie wirkt sich das auch auf das andere Bundesland aus? Das gilt zum Beispiel auch für die Parkraumbewirtschaftung, die wir in Wien jetzt flächendeckend umgesetzt haben. Wir haben ja seit vielen Jahren schon in 18 der 23 Wiener Bezirke eine Parkraumbewirtschaftung und haben jetzt die letzten 5 Bezirke mit eingebunden. Und damit wir das auch gemeinsam besprechen und Maßnahmen setzen, haben wir vor, dass wir uns auch an der Finanzierung von weiteren Park- und Reitanlagen im Wiener Umland auch finanziell beteiligen. 2019 hat schon eine Vereinbarung gegeben zwischen Wien und Niederösterreich mit rund 2000 Parkplätzen. Und wir werden jetzt bis 2023 noch einmal 1400 Parkplätze vorsehen und auch als Stadt Wien uns an der Finanzierung beteiligen, um auch als ein sichtbares Zeichen der guten Kooperation und Zusammenarbeit. Und deshalb möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei dir, sehr geehrte Landeshauptfrau, liebe Hanni, dass diese Zusammenarbeit auf allen Ebenen gut funktioniert, auf Ebene der Landeshauptleute, aber auch auf Ebene der Mitglieder der Landesregierungen und auch auf Ebene der Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Ressorts. Also dafür ein herzliches Dankeschön. Ja, vielen herzlichen Dank, sehr geehrter Herr Bürgermeister, lieber Michael Ludwig, sehr geehrte Frau Stadträtin, liebe Ulli, sehr geehrter Herr Landesrat, lieber Ludwig, vor allem aber meine sehr verehrten Damen und Herren der Medien. Ja, ich glaube, hier sagen zu können, dass es keine andere Region gibt als Niederösterreich, Wien, die so aufs Engste verbunden ist. Wir sind ein Wirtschaftsraum und wir sind ein Lebensraum. Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher pendeln nach Wien zur Arbeit oder um Erledigungen zu machen. Wienerinnen und Wiener pendeln selbstverständlich auch nach Niederösterreich, weil sie dort arbeiten, ihr Wochenendhaus haben oder vor allem auch die Freizeit genießen wollen. Und da ist es für uns natürlich auch selbstverständlich, in diesem Lebensraum und Wirtschaftsraum gemeinsam zu denken. Und Herr Bürgermeister hat es angesprochen, ja, wir feiern heuer ein ganz großes Jubiläum. 100 Jahre Eigenständigkeit, 100 Jahre souveränes Niederösterreich. Aber trotzdem gibt es diese enge Zusammenarbeit zwischen Niederösterreich und Wien, eine Zusammenarbeit, die letztendlich auch den gemeinsamen Erfolg ausmacht und weil das die Menschen auch brauchen und auch zu Recht voraussetzen. Und diese Zusammenarbeit funktioniert wirklich sehr gut. Der Herr Landeshauptmann und Bürgermeister hat es angesprochen, nämlich Verkehrsverbund Ost. Eine Plattform, wo wir zusammenarbeiten, aber genauso auch Planungsgemeinschaft Ost, wo wir in den letzten Jahren gemeinsam nachgedacht haben, gemeinsam Projekte entwickelt haben und unsere gemeinsame Region auch vorangetrieben haben und positiv entwickelt haben. Und es führt mich natürlich gleich zum ersten Projekt, das bereits angesprochen worden ist, nämlich die Straßenbahnverlängerung nach Schwechat. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie wissen, dass gerade das Aufkommen des öffentlichen Verkehrs in den letzten Jahren sehr gut angestiegen ist. Und wir spüren natürlich auch, dass es diesen Wunsch gibt, verstärkt mit dem öffentlichen Verkehrsmittel zur Arbeit zu fahren oder Erledigungen zu machen. Das heißt, man will klimafit und bequem unterwegs sein. Und das ist ja auch das, was wir seitens der Politik fördern und unterstützen. Und das wollen wir natürlich weiterhin fördern und unterstützen, diesen Trend. Und prüfen natürlich immer wieder verschiedenste Optionen. Welche Optionen gibt es, damit die Menschen noch mehr auf den öffentlichen Verkehr umsteigen? Und eine Option ist sicherlich der Ausbau der S-Bahn-Linien. Und deshalb haben wir auch in Niederösterreich ein großes Mobilitätspaket geschnürt in Zusammenarbeit mit der Bundeshauptstadt Wien, wo wir in den letzten Jahren ganz, ganz viele Verbesserungen
vorangetrieben haben und erreicht haben, wo wir natürlich auch weiterhin diese Verbindungen ausbauen und wo wir uns jetzt auch vornehmen, bis zum Jahr 2030 diese Hauptachsen eben zu verdichten beziehungsweise einen U-Bahn-Takt zu erreichen. Das heißt, wir wollen hier einen U-Bahn-Takt entlang den Hauptlinien erreichen. Und dort, wo natürlich die S-Bahn-Linie und die neuen Trassen keinen Sinn machen, denken wir natürlich an Straßenbahnverlängerung. Der Herr Bürgermeister hat es angesprochen. Ja, wir legen den Fokus auf die Straßenbahnverlängerung. Wie können wir hier über die Grenzen Wiens in Richtung Niederösterreich diese Straßenbahn weiterziehen, um hier auch eine weitere Option anbieten zu können? Selbstverständlich haben wir das nicht irgendwie aus dem Bauch heraus entschieden, sondern auch da gibt es ganz klare Studien, die hier aufzeigen, was ist die beste Verbindung, womit müssen wir anfangen. Und da hat sich diese Option gezeigt, Straßenbahnverlängerung von Wien nach Schwechat. Warum? Weil hier ganz klar ist, dort haben wir sehr hohes Fahrgastpotenzial. Es ist schnellstmöglich umzusetzen und wir haben natürlich auch den größten Nutzen für die Menschen, sowohl die Wienerinnen und Wiener als auch die Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher. Was erreichen wir? Eine klimafreundliche Direktverbindung Wien und Niederösterreich, wo wir sehr viel CO2 auch einsparen. Wir haben uns das angeschaut, ein Potenzial von 3.300 Tonnen CO2 pro Jahr kann hier eingespart werden, also wirklich ein sehr hoher Wert. Wir können vor allem mit dieser Verbindung auch unsere Gebiete, Betriebsgebiete sowohl in Wien als auch in Niederösterreich besser erschließen und besser anbinden in öffentlichen Verkehr. Wir können hier verbesserte Umsteigemöglichkeiten anbieten, wenn ich an den Anschluss U3 Simmering denke. Und wir können vor allem auch für die Schwächerterinnen und Schwächerter die Reisezeit verkürzen bis eben zur Landstraße S7 um etwa 25%. Sie sehen also sehr viele Vorteile, die diese Straßenbahnverlängerung von Wien in Richtung Schwechat mit sich bringt. Man geht davon aus, dass wir damit 4.500 Personen pro Tag und Richtung auf alle Fälle transportieren können. Und natürlich die Menschen, die von Niederösterreich, sprich Richtung Schwechat, Richtung Wien sich bewegen, natürlich sich sehr viel an Stauzeit sparen. Das heißt also wirklich eine sehr gute Anbindung, die dann auch möglich ist. Und der Bürgermeister hat es angesprochen, wir wollen natürlich auch Tempo machen bei derartigen Projekten und daher wäre es also schön, wenn wir bis 2025 diese Straßenbahnverlängerung umgesetzt hätten und ab 2025 dann diese Straßenbahn, dieses öffentliche Verkehrsmittel auch anbieten können in dieser Region in Schwechat. Den zweiten Teil hat der Herr Bürgermeister angesprochen, das sind unsere Park- und Reitanlagen. Wir haben in der Vergangenheit hier schon eine enge Kooperation gehabt, wo wir gemeinsam Park- und Reitanlagen geplant und auch gemeinsam finanziert haben. Und gute Dinge, Traditionen, die gut funktionieren, soll man nicht über Bord werfen, sondern soll man fortsetzen. Und deswegen auch diesmal wieder eine gemeinsame Sache. Wir haben uns ein Ziel gesteckt, eben diesen öffentlichen Verkehr noch attraktiver zu machen. Und um diesen öffentlichen Verkehr noch attraktiver zu machen, braucht es natürlich auch Park- und Reitanlagen. Wieso sage ich das? Weil natürlich in Niederösterreich das eine ganz große Herausforderung ist. Öffentlicher Verkehr in Niederösterreich ist wahrscheinlich doppelt und dreifach eine Herausforderung, weil wir das größte Bundesland sind und vor allem auch, was die Fläche betrifft, das eine große Herausforderung ist, hier vor allem urbane Räume mit ländlichen Räumen auch zu verbinden. Und jeder weiß, dass es in Niederösterreich natürlich Regionen gibt, wo wir ohne Auto nicht auskommen. Und da geht es vor allem darum, dass man die Menschen mit dem Auto heranführt an die Knotenpunkte, wo öffentliche Verkehrsknotenpunkte sind, damit sie hier auch die Möglichkeit und die Chance haben, auch umsteigen zu können. Und da spielen die Park- und Reitplätze eine ganz wesentliche und zentrale Rolle. Und gestatten Sie mir natürlich auch, was der Herr Bürgermeister angesprochen hat, dass natürlich aufgrund der
Parkplatzbewirtschaftung Wiens auch für uns eine große Herausforderung sich aufgetan hat und dass wir hier schnell agieren und reagieren mussten, damit hier das auch friktionsfrei funktionieren kann, sowohl für die Wiener, aber natürlich auch für die Niederösterreicher. Und daher haben wir innerhalb kurzer Zeit, wirklich kurzfristigst, zusätzlich 2000 Pkw-Stellplätze geschaffen und müssen natürlich weiter diese Pkw-Stellplätze auch ausbauen. Uns haben wir uns vorgenommen, bis zum Jahr 2024 weitere 3000 Pkw-Stellplätze zu schaffen. Und somit haben wir rund 45.000 Stellplätze zur Verfügung und allein 35.000 rund um Wien. Das heißt, man sieht, dieser Ballungsraum braucht auch sehr viele Park- und Reitplätze. Und wir wollen sie natürlich draußen halten, damit in Wien eben dieser Verkehr auch weniger wird. In Summe sind es 29 Millionen Euro, die wir investieren. Und da sage ich auch Danke, denn in der Vergangenheit gab es eine Vereinbarung, dass Wien bei den Park- und Reitanlagen 3,25 Millionen dazu bezahlt hat. Jetzt eine neue Vereinbarung, die wir getroffen haben, wo Wien 3 Millionen hinzuzahlt zur Errichtung unserer Park- und Reitanlagen, wo wir in etwa 1400 Stellplätze gemeinsam errichten können. Ich stehe nicht an, Danke zu sagen, weil Dinge sollen nie selbstverständlich sein. Der Herr Bürgermeister, lieber Michael Ludwig, ein herzliches Danke für dieses Commitment, dass sich Wien finanziell beteiligt an den Park- und Reitanlagen. Dafür ein herzliches Dankeschön. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, im Bewusstsein dessen, dass Park- und Reitanlagen wichtig sind, haben wir in den letzten Jahren schon sehr, sehr viel investiert. Und so ist es auch Tatsache, dass Niederösterreich über mehr Park- und Reitstellplätze verfügt wie der Rest von Österreich. Das heißt, wir in Niederösterreich haben mehr Park- und Reitstellplätze als die restlichen Bundesländer gemeinsam. Und das zeigt, wie wichtig diese Park- und Reitplätze sind, damit die Menschen auch wirklich auf den öffentlichen Verkehr umsteigen. Das ist jetzt auch gut möglich, dass wir vor allem die Menschen so weit als möglich in Niederösterreich anhalten, dass sie dort schon umsteigen und dann nicht, damit nicht zu nahe an Wien herangerückt wird, damit es hier zu einer Verkehrsentlastung kommt und vor allem auch zu weniger Treibgasausstoß. Ich darf dem noch einen dritten Punkt anschließen, einen dritten Punkt, auf den dann Ludwig Schlaritzko auch eingehen wird. Das ist die Spange Schwechat-Kledering. Das ist das nächste grenzüberschreitende Projekt zwischen Wien und Niederösterreich. Die Spange Schwechat und Kledering, eine Win-Win-Situation für die Bundeshauptstadt Wien als auch für Niederösterreich. Eine Win-Win-Situation, wo vor allem Wien die Möglichkeit und Chance bekommt, ihre Betriebsgebiete besser anzuschließen an die Straßeninfrastruktur und wo es uns auch möglich ist, mit dieser Spange die Ortsdurchfahrten zu entlasten. Und deswegen auch ein Danke, dass wir an diesem Projekt weiterarbeiten, dass wir dieses Projekt so rasch als möglich vorantreiben, weil es uns hilft. Ich hoffe, dass wir im Jahr 2023 mit dem Bau beginnen können. Die Vorbereitungsarbeiten sind bereits in Auftrag gegeben und da sage ich auch ein ganz großes und herzliches Dankeschön. Sie sehen also, diese Zusammenarbeit, das ist nicht irgendwie eine Vision oder ein Traum, sondern das ist zwischen Niederösterreich und Wien gelebte Realität. Und lieber Michael Ludwig, du verzeihst mir, ich würde sagen, ja, sie funktioniert auf Zuruf, sie funktioniert mit Blickkontakt und dafür sage ich ein herzliches Dankeschön. Stehe aber auch nicht an, den Regierungskolleginnen und Kollegen ein herzliches Danke zu sagen, der Bundeshauptstadt Wien als auch bei meiner Mannschaft. Liebe Ole Siemer, ein herzliches Dankeschön. Gerade diese Themen Verkehr, Verkehrsinfrastruktur sind nicht immer die angenehmsten. Da heißt es auch oft, das Bohren harter Bretter.
und natürlich auch genauso für den Ludwig Schlaritzko. Dafür ein herzliches Danke, wo vor allem auf beiden Schultern sehr viel Verantwortung und vor allem auch sehr viel an Vorbereitungsarbeit liegt. Und dafür wirklich ein herzliches Dankeschön dafür, denn all das, was wir heute hier präsentieren, das ist nicht von heute auf morgen vorbereitet, sondern da braucht es wirklich einen langen Atem und da braucht es vor allem auch Durchhaltevermögen. Und dafür sage ich euch beiden noch ein ganz großes und herzliches Dankeschön. Vielen Dank, Frau Landeshauptfrau. Frau Stadträtin Simmer, bitte. Ja, sehr geehrte Frau Landeshauptfrau, sehr geehrter Herr Bürgermeister, sehr geehrter Herr Landesrat, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich glaube, ich übertreibe nicht, wenn ich sage, dass heute wirklich ein Meilensteintag ist, weil es ein Tag ist, wo wir auch ein bisschen einen Paradigmenwechsel hier gemeinsam präsentieren können. Weil bis vor einiger Zeit war es ja doch so, quasi jedes Bundesland hat sich alleine um seine öffentlichen Verkehrsmittel gekümmert. Die Badener Bahn war da immer schon sozusagen eine historische und rühmliche Ausnahme, wo wir gut miteinander verbunden sind. Aber darüber hinaus hat es wenig Berührungspunkte gegeben und wurden auch von den unterschiedlichen Verkehrsbetreibern, sozusagen jeder hat einfach seines gemacht. Der Paradigmenwechsel, den sehe ich schon in der neuen Straßenbahnlinie, die erstmals Bundesländer grenzüberschreitend unterwegs sein wird und was 2020 als eine gute Idee begonnen hat und von manchem abgetan wurde als Wahlkampf-Gag, die setzen wir jetzt um und da können wir heute sagen, wir sind einen wirklich großen, großen Schritt gemeinsam hier weitergekommen, weil wir heute erstmals eine konkrete Linienführung und auch einen Zeitplan vorlegen können. Sie wissen, dass der Ausbau der öffentlichen Verkehrsmittel eine der wichtigsten Klimaschutzmaßnahmen ist. Das gilt natürlich für den ganzen Bereich der Ostregion umso mehr. Die Badener Bahn habe ich schon erwähnt. Das ist ein gut und liebgewonnenes Verkehrsmittel, das auch sehr stark genutzt wird. Und damit wir eben diesen ambitionierten Zeitplan, den wir uns gegeben haben, auch einhalten können, nämlich dass bis 2025 diese Straßenbahn nach Schwechat in Betrieb sein kann, da braucht es natürlich auch eine finanzielle Zusage hier von Seiten des Bundes, dass hier sowohl die Infrastruktur wie auch der Betrieb, analog wie wir es bei der Badener Bahn haben, doch mit substanziellen Mitteln auch von Bundesseite unterstützt wird. Ich denke aber, dass das eigentlich kein Problem sein sollte, weil man sich auf Bundesebene ja einen sehr ambitionierte Klimaziele selbst gesteckt hat und ein solches öffentliches Verkehrsmittel natürlich da in diesen Plan, glaube ich, sehr, sehr gut hineinpasst, dass auch eine überregionale Sache ist, also keine Sache, die jetzt nur Wien alleine betrifft. Das heißt, ich glaube, alle Grundvoraussetzungen für eine solche Finanzierung sind da und je schneller die Zusage kommt, desto schneller können wir hier wirklich in einen Baubeginn kommen. Ja, ich komme jetzt ganz kurz zur Linienführung. Wir haben das dann auch noch größer hier. Also diese Straßenbahnlinie 72 beginnt hier in Simmering. In hellrot haben Sie quasi die Bestandsstrecke, in dunkelrot dann die neue Strecke. Man hat hier eben die Anbindung an die Schnellbahn und an die O3. An die O3 geht dann über die Schnellbahnstation Kaiser Ebersdorf hier hinein nach Schwechat, also entlang der Simmeringer Hauptstraße, dann die Wiener Straße, Blankenwehrstraße und Braucherstraße bis Schwechat Europaplatz. Eine Verlängerung bis Rannersdorf Nord steht noch im Raum. Das ist sozusagen noch to be discussed. Das wäre dann natürlich noch einmal eine Anbindung an einen weiteren Park-and-Ride-Bereich. Eine Strecke, die wir baulich relativ schnell umsetzen können. Die Gesamtlänge der Linie kommt dann auf 6,4 Kilometer, davon 2,75 Kilometer Neubaustrecke, davon 1 Kilometer Neubau in Wien, 1,75 in Niederösterreich. Mit Rannersdorf würden dann noch einmal 500 Meter dazukommen. Das Schöne ist auch, dass ein Großteil der Strecke auf einem eigenständigen Gleiskörper basiert. Das heißt, diese Straßenbahn kann dann wirklich vorbeiflitzen, egal sozusagen wie belastet vielleicht die Straße vom Individualverkehr ist. Und es wird möglich sein, nach den heutigen Erkenntnissen, dass wir 250 Meter auch als Rasengleis ausführen können. Auch das ist ja etwas, was aus der Bevölkerung immer als starker Wunsch kommt. Ja, die ganze Straßenbahn hat ein Potenzial von ungefähr 20.000 Fahrgäste im Einzugsgebiet. 3.300 Tonnen an CO2 können eingespart werden. Die Frau Landeshauptfrau hat das ja schon
erwähnt und wird natürlich eine wichtige Maßnahme sein, um auch im Umland von Wien noch stärker auf öffentliche Verkehrsmittel umsteigen zu können. Ich freue mich wirklich, dass wir da heute schon so konkret werden können und bin sehr hoffnungsfroh, dass wir da bald auch Finanzierungszusagen eben von Seiten der Verkehrsministerin am Tisch liegen haben werden, damit wir dann wirklich in die konkrete Umsetzung gehen können. Zurzeit läuft noch die Planung des generellen Projekts, aber das ist sozusagen schon im letzten Drittel der Planungsphase. Wir haben schon sehr viele Dinge konkret am Tisch liegen und deswegen ist es jetzt Zeit, da konkrete Finanzierungszusagen eben von Bundesseite hier einzuholen. Ja, die Park-and-Ride-Anlagen, Sie sehen das hier auf der Grafik, die wir hier aufgestellt haben, sind auch schon jetzt kurz erwähnt worden. Ich werde jetzt nicht noch einmal alles wiederholen, was gesagt wurde, aber 2000 Stellplätze, die Vereinbarung hat es schon gegeben. Die sind jetzt gerade quasi in der baulichen Umsetzung und was wir heute eben verkünden können, ist ein weiterer Schritt mit noch einmal einer Investition von über 3 Millionen Euro und noch einmal 1400 zusätzlichen Parkplätzen. Glaube ich, sehr wichtig, auch für die Bevölkerung in Niederösterreich, eben den Anschluss an öffentliche Verkehrsmittel hier sehr einfach sicherzustellen. Ja, ich möchte mich auch nochmal wirklich bei Niederösterreich sehr herzlich für die gute Zusammenarbeit bedanken. Das ist für uns auch sehr wichtig und das Arbeiten macht auch einfach mehr Spaß, wenn man sich gut versteht und ähnliche Ziele verfolgt. Herzlichen Dank. Stadträtin, Herr Landesrat, bitte. Ja, sehr geehrter Herr Bürgermeister, sehr geehrte Frau Landeshauptfrau, Frau Stadträtin, liebe Uli, meine sehr geehrten Damen und Herren, wie angesprochen zeichnet Niederösterreich und Wien schon seit langem eine gute Partnerschaft aus und ich spreche hier nicht nur von einer regionalen Verbundenheit, sondern natürlich auch von einer Verbundenheit auf politischer und inhaltlicher Ebene. Und ich denke hier natürlich auch größer, nämlich an gemeinsame Straßenbauprojekte, die Wien betreffen und Niederösterreich betreffen, wie zum Beispiel die S1 und den Lobautunnel, wo wir uns stets eng abstimmen und auch hier Seite an Seite für diese Projekte einstehen. Oder eben auch an die schon angesprochene Spange-Klädering, die Wien und Schwechat auch auf der Straße noch näher zusammenführen wird. Ich denke hier aber natürlich auch an gemeinsame Projekte im öffentlichen Verkehrsbereich, Ausbau und Taktverdichtungen bei Bus- und Bahnlinien, Erweiterung der Bahninfrastruktur, das ist ganz besonders wichtig. Der Herr Bürgermeister hat die Stammstrecke zum Beispiel angesprochen. Ich denke hier aber auch an die gute Zusammenarbeit, wie von der Landeshauptfrau angesprochen, in der Planungsgemeinschaft Ost. Es braucht eine gute und fachlich versierte Experten, die hier zusammenarbeiten, um diese Projekte dann auch auf den Weg zu bringen. Genauso wie die gemeinsame Finanzierung von Park-and-Ride-Anlagen, die gerade jetzt mit 1. März durch die Ausweitung der Parkraumbewirtschaftung in Wien eine ganz besondere Bedeutung haben für die Pendlerinnen und Pendler aus dem Wiener Umland, also vor allem aus Niederösterreich. Oder eben auch wichtige Projekte, wie von Uli Simmer angesprochen, diese Verlängerung der Straßenbahn. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf vielleicht kurz noch einmal eingehen auf das Thema Parkraumbewirtschaftung und welche Bilanz wir von Seiten Niederösterreichs hier ziehen können. Wie gesagt, die Stadt Wien hat mit 1. März die flächendeckende Parkraumbewirtschaftung in 4 weiteren Wiener Bezirken eingeführt. Klar ist natürlich diese Ausweitung betrifft viele Pendlerinnen und Pendler, stellt die Menschen hier vor Herausforderungen. Und auch hier zeigt sich, die grenzüberschreitende Zusammenarbeit ist der Schlüssel zum Erfolg. Wir haben von Seiten des Landes Niederösterreich hier sehr schnell prompt reagiert, uns gut vorbereitet und diese Maßnahmen, die wir getroffen haben, zeigen dementsprechend auch Wirkung. Wir spüren im öffentlichen Verkehr einen Anstieg von 5-10% in dieser Größenordnung, nutzen Menschen mehr den öffentlichen Verkehr. Wir haben dementsprechend auch Investitionen getätigt in öffentliche Verkehrsverbindungen, aber eben auch kurzfristig Park-and-Ride-Anlagen ausgebaut. Wir können also eine positive Bilanz ziehen und haben, so denke ich, diese Herausforderungen sehr gut bewältigt und gute Alternativen im öffentlichen Verkehr aufgezeigt. Ich habe angesprochen, dass wir investiert haben in Buslinien. Ganz konkret haben wir ein zusätzliches Angebot ausgeweitet um 730.000 Buskilometer. Dafür, für diese Ausweitung, nimmt das Land Niederösterreich jährlich zusätzlich 3 Millionen Euro in die Hand. Und zudem haben wir bereits in den vergangenen Jahren sehr viel für den Ausbau des öffentlichen Verkehrs getan. Wir haben Angebotsausweitungen gemacht im Bahn- und Busverkehr von 15% und auf den Hauptachsen von Niederösterreich nach Wien und wieder retour erreichen wir heute schon mindestens einen 15-Minuten-Takt oder sogar besser.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, auch das hat die Landeshauptfrau schon gesagt, 60% des öffentlichen Verkehrs finden in der Ostregion statt. Das darf man nie vergessen. Mehr als 600.000 Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher waren vor Covid, also im Jahr 2019, an Werktagen mit den Öffis unterwegs. Und ganz klar ist, Niederösterreich ist ein Bundesland der Pendler. Niederösterreich ist eben ein Flächenbundesland und das größte Bundesland Österreichs. Es liegt also auch nahe, dass die Menschen, um von A nach B zu kommen, das Auto nutzen. Und wir bekennen uns in unserer Mobilitätspolitik in Niederösterreich ganz klar zu diesem Mobilitätsmix. Das heißt zum Beispiel, dass man mit dem Auto, aber auch zu Fuß oder mit dem Rad zum Bahnhof fährt, zur Park-and-Ride-Anlage fährt, dort dann zum Beispiel eben die S-Bahn besteigt und von dort dann zum Arbeitsplatz nach Wien pendelt. Aber eines möchte ich in diesem Zusammenhang noch betonen. In den letzten Jahren haben wir eben, wie angesprochen, viel Geld in die Hand genommen, um den ÖV-Ausbau voranzutreiben. Wir haben hier vieles gemeinsam mit Wien und auch dem Burgenland erreicht. Man denke hier nur an das Klimaticket, das eine erhebliche finanzielle Entlastung ist für die Pendlerinnen und Pendler. Und das ist natürlich eine wirklich historische Tarifreform gewesen. Wir machen nicht Halt. Wenn wir uns in die Zukunft oder einen Blick in die Zukunft werfen, dann sehen wir auch, dass wir dort einiges steigern werden. Wir werden das Busangebot um 30% steigern in Niederösterreich und wir werden weitere Investitionen in den Ausbau des Bahnangebotes vornehmen. So werden wir bis 2030 einen U-Bahn-Takt auf den Hauptachsen vorweisen können. Damit komme ich zum Schluss, meine sehr geehrten Damen und Herren. Sie sehen also, die Zusammenarbeit zwischen Wien und Niederösterreich ist wichtig. Und richtig, richtig, weil wir gemeinsam die Verantwortung tragen für rund 4 Millionen Menschen in der Ostregion Österreichs und wichtig, weil es unser Auftrag ist, in der Politik dafür Sorge zu tragen, dass wir die Menschen hören, dass wir den Menschen helfen bei den Herausforderungen, die sich ihnen stellen und eben dann auch entsprechend Rahmenbedingungen schaffen, dass alltägliche Wege auch in Zukunft sicher, bequem und leistbar zu bewältigen sind. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Landesrat. Wir haben jetzt die Möglichkeit für ein paar Fragen. Ich würde es versuchen, dabei auch immer Namen und Medium zu nennen, wenn es Fragen gibt. Bitte schön. Da zwei Mikrofone, damit das gut gehört werden kann. Wo immer Sie wollen. Christian May für Servus TV. Zwei Fragen wieder zur aktuellen politischen Lage. ECO-Mitglieder überlegen sich auszutreten, weil die Bundesregierung nicht mit den Vorschlägen mitgezogen sind. Inwiefern zeigt es aus Ihrer Sicht, Herr Bürgermeister, Frau Landeshauptfrau, das Scheitern der Bundesregierung in dem Bereich und welche Konsequenzen müssen gezogen werden, ist das Erste. Das Zweite, Flüchtlingssituation Ukraine. 200.000 Quartiere werden benötigt. Wie schaut die Planung aus? Wie weit ist man? Ab wann wird es zur Verfügung stehen? Was muss da jetzt noch getan werden? Ja, dann fange ich vielleicht an mit der ersten Frage. Sie wissen, dass ich für Wien einen eigenständigen Weg seit längerer Zeit beschreite, einen konsequenteren Weg in der Corona-Pandemie, weil ich der Überzeugung bin, dass es sinnvoll ist, kontinuierlich gemeinsam mit der Bevölkerung Maßnahmen zu tragen und dass ein ständiges Auf-Zu-Auf-Zu-Hü-Hot eher die Bevölkerung irritiert, als dass es uns hilft, aus dieser Pandemie zu kommen. Ich bin auch der Meinung, dass die Pandemie noch nicht gemeistert ist. Wir sehen das an den stark steigenden Infektionszahlen. Wir sehen das an der ganz starken Belastung in den Spitälern. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter leisten Enormes in den Krankenhäusern, in den Pflegeeinrichtungen. Und die Belastung pro Kopf ist eine enorme, wahrscheinlich die höchste in der gesamten Zeit der Pandemie, weil wir gleichzeitig mit den steigenden Patientenzahlen auch steigende Ausfälle bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Spitälern haben. Also von daher halte ich das für sinnvoll, dass wir in Wien einen konsequenten Weg beschreiten. Obwohl wir eine Millionenstadt sind, sind die Zahlen auch im Vergleich mit anderen Teilen Österreichs günstiger. Das zeigt, dass diese Maßnahmen auch greifen. Zur zweiten Frage. Wir haben uns als Stadt Wien sehr schnell vorbereitet auf diese kriegerische Auseinandersetzung, auf diese zu verurteilende Invasion in der Ukraine auf zwei Ebenen. Auf der einen Seite haben wir gleich am ersten Tag Hilfszüge in die ukrainischen Städte geschickt,
insbesondere mit jenen Materialien, die auch eingefordert worden sind, insbesondere medizinische Geräte und Schutzausrüstung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Spitälern. Wir schicken jetzt weitere Lkw-Züge auch mit Materialien des Alltagslebens, um die Bevölkerung dort zu unterstützen. Die zweite Schiene ist, dass wir jenen Menschen, die zu uns kommen, weil sie auf der Flucht sind, verschiedene Andockstellen angeboten haben. Wir haben ein Ankunftszentrum errichtet im Prater in unmittelbarer Nähe des Feridusiger Stadions in einer Sport- und Funhalle, die wir sofort freigemacht haben, um den Menschen Orientierungshilfe zu bieten, wenn sie ankommen. Entweder mit der Bahn, meistens am Hauptbahnhof ankommend, oder eben mit PKWs. Deshalb haben wir in unmittelbarer Nähe auch einen größeren Parkplatz freigemacht. Zum Zweiten haben wir im Austria Center ein Beratungs- und Registrierungszentrum eingerichtet, um auch jenen Menschen, die längere Zeit hier bleiben wollen, von Beginn an eine entsprechende Beratung anzubieten, wenn man so will, als One-Stop-Shop, wo wir von der Unterbringung, der Registrierung bis hin zur Frage, was macht man mit Kindern und Jugendlichen, die sehr oft mit den meist alleinstehenden Frauen, weil die Männer zumeist in der Ukraine verbleiben, wie kann man den Kindern und Jugendlichen sehr schnell auch eine entsprechende Unterstützung anbieten. Wir haben bis jetzt in Wien rund 1000 Schulplätze freigemacht für Kinder und Jugendliche aus der Ukraine und sind jetzt sehr bemüht, diese auch in das bestehende System einzugliedern. Wir überlegen, nachdem wir davon ausgehen, dass die Zahlen steigen werden, dass wir auch eigene Klassen einrichten. Das ist aber jetzt in Arbeit. Ich bedanke mich sehr bei den karitativen Organisationen, die gemeinsam mit der Stadt hier an einem Strang ziehen. Ich suche auch den engen Kontakt auch zu den Verantwortlichen in der Bundesregierung. Es gibt ja einen Koordinator auf Bundesebene, der sich mit der Flüchtlingsfrage beschäftigt, Michael Takacs, mit dem ich auch im ständigen Kontakt bin. Es war ja eine Forderung, die ich schon vor Wochen aufgestellt habe, dass Sinn macht, dass es wieder so einen Koordinator auf Bundesebene gibt. 2015 war das Christian Konrad, der das damals sehr gut gemacht hat. Und ich glaube, es macht Sinn, auch über die Bundesländergrenzen hinweg, sich insbesondere auch mit der Frage zu beschäftigen, wie kann man im gesamten Bundesgebiet in allen